Guten Morgen, Tag 102. Heute wollte ich euch ein kleines Update geben, wie es bei mir jetzt weitergehen wird. Denn die 100 Tage sind ja geschafft. Ich habe es auch geschafft, unter 100 Kilo zu kommen. Meine großen Ziele sind erreicht. Aber wie im letzten Video angekündigt, habe ich mir vorgenommen, noch 20 weitere Tage zu machen. Also heute sind es jetzt noch 18 Tage. Also sprich, bis genau Ende Juni noch weiter zu Saftfasten. Wie wird es bei mir denn weiter aussehen? Also zuerst einmal, wie gesagt, ich werde diese 20 Tage durchziehen, habe auch ein Ziel für diesen Juni. Ich möchte in diesem Monat ich möchte jetzt im Juni unter 95 Kilo kommen. Das ist jetzt nicht so ein großartig fernes Ziel, es ist eigentlich ziemlich gut machbar. Ich habe auch die Prioritäten ein bisschen verschoben, also ich bin jetzt nicht mehr so drauf aus, dass ich jetzt schnell abnehme, sondern mir geht es auch darum, dass ich halt meine Muskeln wieder aufbaue, was heißt, dass ich jetzt wieder vermehrt Training mache. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich diesen Monat nicht so viel abnehme, wenn ich denn nur Muskeln dann wieder ein bisschen aufbaue. Das ist quasi so mein Sportprogramm für diesen Monat. Und nein, nach diesen 120 Tagen werde ich nicht nochmal verlängern, das wird es jetzt diesmal echt gewesen sein. Nach 120 Tagen, also am 1. Juli, denke ich mal, werde ich Fasten brechen. Und dann geht es weiter mit einer speziellen Ernährung, die ich mir jetzt schon ausgedacht habe. Dazu werde ich später ein Video machen. Der Inhalt meiner Videos wird sich auch ein wenig verändern. Und zwar liegt das daran, dass ich in letzter Zeit immer mehr Fragen von Leuten bekomme, die halt auch sich für das Saftfasten interessieren und mehr Hintergründe wissen möchten. So, die letzte Zeit, das war ja mehr so ein Tagebuch gewesen, wo ich halt auch meine Erfahrungen erzählt habe. Und diesmal möchte ich auch mal jetzt erzählen, was Leute, die sich für Saftfasten interessieren, so alles beachten müssen, damit es auch bei ihnen so gut funktioniert wie bei mir. Und deswegen werde ich halt so ein paar, wie soll ich sagen, Tipps und Tricks die nächste Zeit verfilmen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir das jetzt in die Comments rein. Ich werde versuchen, zu jeder Frage auch eine Antwort zu finden und auch ein Video zu machen. Also keine Scheu, fragt. Ich kann euch sagen, welchen Entsafter ihr benutzen sollt, welche Säfte ihr machen könnt und vor allen Dingen, welche kleinen Tricks noch so zu beachten sind, damit ein Saftfasten möglichst spaßig und erfolgreich ist. Der Spaß ist auch ganz wichtig, finde ich. Ja? Denn für viele hört sich das an wie 30 Jahre Strafarbeit auf einer Galeere. Aber es ist nicht so. Tatsächlich verlängere ich das Saftfasten nicht nur, weil es gesund ist und mich schlank macht, sondern weil mir es eigentlich auch Spaß macht. Und wie das auch dir Spaß machen kann, das werde ich in einer der folgenden Videos erzählen. Also, bleibt bei mir, schreibt mir in die Comments, was ihr für Fragen habt. Ja. Liked mein Video, ganz wichtig, dass ich halt gesehen werde auf Facebook oder YouTube, je nachdem, wo ihr das guckt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und abonniert meinen Kanal. Das ist das Allerwichtigste, denn so werde ich viele weitere Videos machen können. Also, bis dann. Tikva aus! Ja.